Welche Rentenzeiten zählen nicht zur Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Grundsätzlich brauchen wir 35 Jahre Wartezeit für die Grundrente. Es ist ein weicher Korridor geplant, eine sogenannte Gleitzone für diejenigen, die die 35 Jahre noch nicht erreicht haben. Aber es gibt auch Zeiten, die grundsätzlich nicht für die Grundrente gelten. Zum Beispiel Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 und Arbeitslosenhilfe. Das ergibt sich aus § 244 SGB 6, auch schon in der heutigen Fassung für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Zeiten der Freiwilligenversicherung zählen grundsätzlich nicht als Grundrentenzeiten. Zurechnungszeiten oder Anrechnungszeiten. Die Zurechnungszeiten kennen wir ja aus der Erwerbsminderungsrente. Und Zeiten des Versorgungsausgleichs zählen nicht als Grundrentenzeiten. Näheres zum Thema Grundrentenzeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.